Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, der Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part haben wir Besuch von Swirfins bekommen, der sich eine Weile in unserem Dorf einnisten wird. Und ja, der Gildenalltag hat wieder mal begonnen. Das heißt Missionen, Missionen, Missionen. So, und wir haben einen neuen Zuwachs, und zwar Zigzags. Und ich werde mal gucken, wie ich dann noch ins Team aufnehme. Und drittens, in einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit in die Arbeit zu gehen. Hooray! Oh, ihr zwei. Bevor der mit eurer Arbeit beginnt, möchte ich, dass ihr noch eine Besorgung macht. Eine Besorgung? Ja, eine Besorgung. Geht zum Kekli am Markt und fragt den Besitzer, ob die vorhandenen perfekte Äpfel in ihr Sortiment aufnehmen. Dann fragen, ob sie die perfekte Äpfel in Sortiment aufnehmen wollen. Kekli am Markt. Sie sollen herausfinden, ob die perfekten Äpfel verkaufen wollen. Richtig. Der Gildenspeicher fasst reichlich perfekte Äpfel. Zumindest wäre genug Platz. Doch der Gildenmeister plündert die Vorräte heimlich, wenn niemand hinsieht. Und ihr wisst, was passiert, wenn der Gildenmeister ohne perfekte Äpfel auskommen muss. Aber eine frische Ladung zu besorgen, ist jedes Mal wieder eine Schufterei. Ständig Erkundungsteams in den Apfelwald zu schicken, wenn der Vorrat alle ist, ist einfach zu viel Arbeit. Also wenn der Kekli-Markt perfekte Äpfel im Sortiment hätte, könnten wir sie dort kaufen? Sehr richtig. Okay, wir machen uns auf den Weg zum Kekli-Markt. Großartig, das wäre erledigt. Okay, dann ist es heute anscheinend, fängt's mit einer Einkaufsmission an. Gut. Dann machen wir das so. Vorher jedoch werden wir mal zum Glöckchen spazieren und gucken, wen wir denn heute ins Team aufnehmen. Balim, 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 ja, Mitglieder. Ja. Anton war ja mal so eine Sache, war noch nicht so weit und auch zu einem niedrigen Level. Felino vielleicht? Ja doch, ich nehme Felino mal ins Team. Der hätte ja im Fire Dungeon wirklich gut helfen können, aber es sollte nicht so sein. Okay, gut. Dann ist das momentan eine recht gute Konstellation des Teams. Oh, hallo, wie wär's mit einer Expedition? War das nicht zu viel Arbeit? Nur hier rumzulegen erfordert schon viel Anstrengung. Oh nee. Okay, wir gehen mal zum Kleermarkt. Hey, ist das nicht... Also, ihr seid von der Gilde, wenn ich mich nicht irre. Da sind wir, Team Poke Rescue. Ja, meint für die Gilde. Freut uns sehr, dich zu treffen. Was machst du denn in der Stadt Zwirfins? Einkaufen? Nein, nein, ich halte nur einen gemütlichen Plausch. Ich habe ihn sozusagen hier festgenagelt. Der große Zwirfins ist ja eine solche Berühmtheit. Wir fingen an, uns zu unterhalten. Es war ein sehr erstaunliches Geschäft. Der große Zwirfins ist sofort gewandt und weiß. Ich bin äußerst beeindruckt. Die Gerüchte sind wohl wahr. Zwirfins, du musst wirklich so klug sein, wie alle sagen. Darf ich fragen, Lumi, was ich für euch tun kann? Wollt ihr was kaufen? Oh ja, wir haben gute Waren, gute Waren. Leider nein, heute sind wir wegen einer Frage hier. Wisst ihr... verstehe. Perfekte Äpfel? Leider muss ich euch enttäuschen. Wir haben nicht vor, perfekte Äpfel zu verkaufen. Okay, ist schade. Plaudergeil wird über diese Nachricht enttäuscht sein. Merrill, Azure, beeil dich! Achso, sorry. Warte auf mich! Die Brüder Merrill und Azure? Na hallo, ihr beiden. Oh, hallo, Brüder Kekleon. Oh, und Team Poke Rescue ist auch da. Was ist los? Warum seid ihr so eilig? Erinnert euch an das verlorene Item, das wir suchen? Verlorenes Item? Meinst du dasselbe Item, das ihr das letzte Mal gesucht habt? Ja, unser Schwimmreif. Ein Schwimmreif? Das ist aber ein ziemlich kostbares Item. Ja, darum suchen wir schon sehr lange verzweifelt danach. Da hat jemand gesagt, dass er heute Abend am Strand einen Schwimmbreib gesehen hat. Jetzt kommen wir so schnell wie möglich zum Strand. Reizende Kerlchen. Oh, könnten wir von unserem Plan nützlich sein. Wir zählen den Boss und gehen dann hinterher. Sehr großartig, wie schön, dass er endlich aufgetaucht ist. Ja,
Komm schon, Azuril, beeilen wir uns. Yep. Ich habe schon gefragt, wie die beiden kleinen Brüder mit ihren Suchen nach dem einen Warten kommen. Freut mich für sie. Wie es aussieht, haben sie es gefunden. Ich habe noch nie etwas von dem Schwimmreif gehört. Für was ist das so gut? Ein Schwimmreif ist ein Item, das speziell für Azuril gedacht ist. Man kann es nur bekommen, indem man wieder kostbare Schätze eintauscht. Daher soll es ausgesprochen seltenes Item sein. Ja, tatsächlich? Unser Geschäft ist der Handel mit Items, aber davon haben wir noch nie gehört. Es muss sehr selten sein. Ein seltenes Item zu verkaufen, das wird wohl niemals vergönnt sein. Zu verkaufen? Hey, da fällt mir etwas ein. Wir müssen Plauderge noch wegen der perfekten Äpfel Bescheid sagen. Gehen wir zurück zur Gilde. Was? Sie haben nicht vor, perfekte Äpfel zu verkaufen? Was soll ich jetzt so tun? Wir könnten ein perfekte Äpfel aus dem Apfelwald holen. Was soll das ein Witz sein? Ihr wart bereits einmal im Apfelwald und ihr habt kläglich versagt. Ich ertrage kein zweites Mal. Ich kann es nicht alles schon wieder durchmachen. Tut mir leid. Die zwei waren für die letzten Expeditionen wirklich hervorragend. Ich weiß zu schätzen, was ihr für uns getan habt. Aber dieser Vorfall mit dem Gildenmeister und perfekten Äpfeln, das war für mich ein traumatisches Erlebnis. Ich glaube, ich werde die perfekten Äpfel selbst finden müssen. Jetzt war es einfach Job in den Ofen mal durchlesen, wie immer. Ja, okay, das hätten wir auch machen können, aber gut, wenn du nicht willst, dann halt nicht. Ja, was machen wir denn heute? Guck mal, was ist das? Infobread. Wir könnten was im Nebelwald machen. Das wäre eine... Ja, doch, es ist eine A-Mission. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal mit im Nebelwald. Am besten gleich alles, was da ist, ja. Ja, machen wir gleich mal alles, was da ist. Okay, dann würde ich sagen, auf zum Nebelwald. Auf Gedeih und Verderb, auf... Ja, wir werden es schnell kriegen. Moment, ich will aber vor mal, bevor wir da hingehen in den Nebelwald, zur Bank gehen und gucken, ob wir was einlagern können. Und zwar 1000 Pokédollar. Jetzt sagt das Inventar. Ja, auch beim Inventar will ich ein bisschen was einlagern. Zum Beispiel ist ein anderer Item. Na, ja, ich möchte lagern. So, was lagern wir denn? Den Power Punch auf jeden Fall, okay. Dann die coole Box. Okay. Die schöne Box. Ja, weg damit. Die Schlafsamen auf jeden Fall, die wir später noch brauchen. Chaos Orb. Gerne. Aber was mache ich denn? Wir können auch einfach hier so machen. Geht doch gleich viel schneller. Anstatt dass wir alles einzeln verlagern. Achso, ist voll, ja, okay. Gut. Dann machen wir uns unsere Mission. Unsere tägliche Arbeit. Flipp. Wohin soll die Reise gehen? Es soll bitteschön zum Nebelwald gehen. So. Voran haben wir Achso, wird uns sowieso angezeigt. Wo eine Missionsdingenskirchen-Etage ist. Und Nebelwald dürfte ja kein Problem für uns sein. Und es ist ein gutes Training für die Neuen. Und da ist auch schon die Treppe in Sicht. Das Ganovenbrett werde ich bei Zeit im Oma machen. Dazu brauche ich nur ein bisschen eine Heilung. Und stirbst jetzt bitte mal. Bams. Ja, danke.
Du bist nicht nett. Genau deswegen. Das war nicht schönes. Ah, Plosivsamen, nice. Treppe suchen, Treppe suchen, Treppe suchen, Treppe suchen. Ups. Ah, nice, Level 19 erreicht. Das gefällt mir. Meins, 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 meins. Und weiter geht's. Azurgummi. Ich glaube, das Azurgummi werde ich mal dem guten Lino geben, damit er es frisst. Weil es dürfte recht gut zum Wasser-Pokémon passen. Vermute ich jetzt mal. Oder zu Elektrotypen wie zum Beispiel Magnetilo. So wie es ja zum Beispiel in Pokémon vs. Dynamischen Team Rot der Fall war. So, wo ist das Treppchen? Da ist das Treppchen. Nächstes Treppchen. Der stört uns nicht mehr. So, ja. Wo ist das nächste Treppchen? Nachahmer. Ja, jetzt kann er auch Rasierblatt. Macht mir aber nichts aus, weil ich ein Pflanzen-Pokémon bin, mein Freund. Demnach ist das für uns also auch kein Problem. Was haben wir hier Schönes? Schwarzgummi. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dir, Glumanda, ein Schwarzgummi, dass du das verträgst. Schmeckt nicht schlecht. Ist jetzt zwar nicht das optimale Gummi, aber es schmeckt nicht schlecht, also kann man es verwenden. Das finde ich gut. Und ich finde gut, dass sich unsere ganzen Teammitglieder gerade richtig gut halten. Vor allem Zigzags und Felino, gerade die neu sind im Team. Na, Felino ist ja schon eine Weile im Team dabei. Aber Zigzags ist gerade das erste Mal dabei und ja, überlebt bisher ganz gut. Zielleben erreicht. Was muss man eigentlich jetzt machen? Muss nochmal aufs Missionsziele gucken. Bring das Item Flea Orb. Ah, ich glaube, wir haben gar keinen Flea Orb hier. Das Seil liegt hier irgendwo rum. Ich hoffe mal, dass er rumliegt. Ansonsten muss ich dann wohl zur nächsten Ebene vorstoßen. Naja. Denken wir einfach mal positiv, dass das Item hier irgendwo herumliegt. Ein ganzer Haufen Gegner stellt sich uns in den Weg. Gloomy, mach das mal. Das war schon mal gut. Das dürfte ich selbst hinkriegen. Und so ist es auch. Hui, da kommt eine ganze Menge Feinde auf uns zu. Du bist nicht nett. Bams, friss das. Bams. Bams. Nützt dir nix. Ach, stimmt. Wir brauchen das Item ja dazu. Ah, das habe ich jetzt vergessen.
Das schmeckt da auf jeden Fall. Ich glaube auch, wir haben kein Flea-Orb bei uns. Es sei denn, er liegt hier irgendwo rum. Das hoffe ich ja immer noch, dass der irgendwo rumliegt. Gibt es irgendwo noch einen Weg? Nein. Gibt es nicht. Gut, dann können wir das auch erstmal, glaube ich, nicht machen. So, was müssen wir hier machen, in der Ebene? Finde das Item am Arena-Bäre. Ja, das ist schon machbarer als die andere Aufgabe. Hast du gerade einen Stock geschmissen oder so? Egal, es hat auf jeden Fall funktioniert. Ah, gut gemacht, Zigzags. Falls es wirklich ein Stock war, ich weiß es nicht. Bams. Erledigt. Ich glaube, da ist das verlorene Item. Na ja. Fortsetzen, weil ich glaube, da war noch was anderes. Suche nach Slimer. Vielleicht ja auch auf der Ebene? Das wollen wir nämlich gleich mal auschecken, ob das hier auch auf der Ebene ist. Vielleicht ist das ja so eine Doppelebene hier, dass hier zwei Missionsziele sind, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Haspiro. Nee. Ich glaube, ich Typ normal und es ist Typ normal. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo, welchen Typ das Häschen hat. Ich vermute mal normal. Das kann auch sein, dass es Pflanze ist, aber Pflanze kann es auch nicht sein. Eieiei, meine Pokémon-Kenntnisse. Der Magnot, ja, dann wird es Zeit, was zu essen. Und zwar einen Apfel. Glaub sogar, die perfekten Äpfel gibt's nach einer Weile sogar. Dass sich das die Gebrüder anders überlegen und es die Äpfel tatsächlich zu kaufen gibt. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich vermute es mal. Gut, Slimer war offensichtlich nicht auf dieser Etage. Jetzt bin ich vergiftet, das macht aber nicht viel. Schnell Richtung Treppe. Soll uns erstmal alles nicht interessieren? Ja, du interessierst mich auch nicht. Tschüss. Ah, Glitzerbox. Doch, die nehme ich mit. Lass ich bei Zeit mal checken, was da drin ist. Oh oh, Teammitglied in Gefahr. Das können wir so nicht lassen. Bams. Ah, das Teammitglied hat sich schon selbst verteidigt. Das finde ich cool. Okay, du gehst weg. Das wäre jetzt eigentlich nicht mehr... Oh doch, ja, es war gut, Glimmi. Es war gut. Es war sehr gut. Zielebene, das heißt Slimer muss hier irgendwo sein. Slimer, das klingt voll wie aus Ghostbusters. Aber naja, das Pokémon heißt ja auch Slimer und das ist auch schon... Dann gefunden, im Retten Orden. Vielen Dank, ihr haltet die Gelbe zurück seid. Ja, das möchte ich. So, das hätten wir geschafft. Vielen Dank für das Item am Arena-Bäre. Bitte akzeptiert diese 3000 Poké-Dollar. Anteil von 300 Dollar, ja. Das Item Fürsif-Bäre als Ausdruck meines Dankes. Braucht man nicht wirklich.
steigt auf zum Silberwagen. Wir sind richtig gut. Zink wurde gelagert. Danke, dass ihr Slimer gefunden habt. Und jetzt sind die 3000 Pokédollar. Was kriegen wir? Gibt es kein Item dazu? Oh, die. Alles herkommen. Zeit fürs Abendessen. Ja, lasst uns. Stopp, Pokémon. Bevor wir zu Abend essen, es gibt noch was, das ich euch mitteilen will. Hey. Komm schon, lass raus damit. Lass uns nicht essen. Ruhe bitte. Wie wir gerade erfahren haben, es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Was? Noch ein Zahnrad der Zeit? Es wurde noch eins gestohlen. Das ist vielleicht das vom Nebeltee? Nein, es ist nicht. Das gestohlene Zahnrad der Zeit ist nicht das von Nebelsee. Anscheinend war es ein anderes. Aber es ist bereits das zweite Zahnrad der Zeit, das gestohlen wurde. Es wäre ausgesprochen schlimm, wenn ein drittes gestohlen werde. Seid versichert, dass ich euch von allem voll und ganz vertraue. Aber ich muss eines klarstellen. Ihr dürft niemals irgendwem erzählen, dass ihr auf unserer Expedition gesehen habt. Verstanden? Natürlich. Ich habe keine große Klappe. Ich will das Versprechen an Silver nie vergessen. Okay. Seid alle still. Es tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Ohne weitere Umschweife. Auf die Witze, fertig. Ja. Wieder ein Traum scheinbar. Beziehungsweise ist es Nacht. Vor dem Essen hat Plaudergast ein weiteres Zahnrad der Zeit gestohlen wurde. Jetzt sind es schon zwei. Ich kann mir nicht vorstellen, wer sie stiehlt. Was sollte irgendwer überhaupt mit Zahnrädern der Zeit anstellen wollen? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber als ich am Nebelsee zum ersten Mal ein Zahnrad der Zeit sah... Als ich das Zahnrad der Zeit sah, warum hat mein Herz so wild gepocht? Ich denke mir wahrscheinlich zu viel dabei. Mein Puls fing an zu rasen, als ich das Zahnrad der Zeit sah. Muss das Zahnrad der Zeit gestohlen werden? Nein, es gibt keinen Zusammenhang. Weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, Wacky, es kommt mir vor, als wäre die Expedition zum Nebelsee schon sehr lange her. War dieser Ausblick nicht fantastisch? Es war wie ein Traum. Wie es Selfer wohl geht? Ob es ihm wohl gut geht? Ich wusste es. Ich wusste, ich hätte ihnen nicht trauen sollen. Kurz nachdem sie ging, da kam ein anderes Pokémon. Aber dieses Pokémon, es stahl das Zahnrad der Zeit. Ich hätte es tun sollen. Ich hätte ihr Gedächtnis löschen sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht genau, wovon du redest. Aber du irrst dich. Niemand hat mich hergeführt. Niemand hat mir von diesem Ort erzählt. Dass es hier ein Zahnrad der Zeit gibt, weiß ich schon lange. Ich will keinen Streit mit dir, aber ich werde es mitnehmen. Das dritte Zahnrad der Zeit. Am nächsten Morgen. Aufstehen, ab dafür. Es ist morgen. Ja, guten Morgen, Wacky. So, dann würde ich sagen, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Dann erfahren wir sicher, wer das dritte Zahnrad der Zeit oder erfahren es vielleicht, wer es gestohlen hat. Beziehungsweise mehr darüber. Bis dann. Tschüssikowski.